Hallo und herzlich willkommen hier zurück auf dem PLW History Kanal. Heute vergleichen wir die Uniformen von deutschen und amerikanischen Soldaten in der Schlacht vom Hürtgenwald. Welche Uniformen waren praktischer? Und wie haben sich die Soldaten damals eigentlich gefühlt? Nachdem die Deutschen in der Normandie im Kessel von Falaise 60.000 Mann verloren hatten, war dem frisch von der Ostfront beorderten Feldmarschall Model klar, dass Frankreich nicht mehr zu halten war. In kurzer Zeit hatte die Wehrmacht eine 500.000 Mann verloren und war nicht mehr kampffähig. Gegen den Widerstand Hitlers zogen sich die Deutschen weitgehend in die Niederlande und an den Westwall zurück. Nach der teilweise gescheiterten Operation Market Garden und der Konsolidierung ihrer Nachschubwege beschlossen die Alliierten, den Vormarsch wieder aufzunehmen. In einem Kraftakt war es der Wehrmacht gelungen, ihre Positionen zu festigen, neue Verbände aufzustellen und Verstärkungen heranzuführen. Während die Kämpfe um Aachen tobten, drang die 9. US-Infanteriedivision zwischen Aachen und Monschau in einem Waldgebiet bei Hürtgen vor. Man wollte in einem schnellen Vorstoß den deutschen Kräften an der Ruhr in die Flanke fallen und einen Stellungskrieg vermeiden. Die GIs trafen nach kurzem Vormarsch auf die Lanzer der 275. Infanteriedivision. Was die Alliierten unbedingt vermeiden wollten, geschah nun. Sie wurden in einen brutalen, verlustreichen Stellungskrieg verwickelt, wie man ihn aus dem Ersten Weltkrieg kannte. Wegen des dichten Waldgebietes war der Einsatz der US Air Force nur eingeschränkt möglich. Zudem verschanzten sich die Deutschen in einem zwar verfallenen, aber an sich noch intakten Stellungssystem des Westwalls. Zum ersten Mal kämpften die Deutschen auf eigenem Boden und verfügten damit über eine genaue Ortskenntnis, was es ihnen erleichterte, ihre Infiltrationstaktiken in dem bewaldeten Gebiet einzusetzen. Die schweren Kämpfe tobten von Oktober 1944 bis Februar 1945 und beide Seiten erlitten schwerste Verluste. Mehrmals hatten sich die US-Divisionen im Schlamm und Dreck abgekämpft und mussten mit horrenden Verlusten aus der Front genommen werden. Für die Deutschen gab es keinen Ersatz, sie mussten weiterkämpfen. Erst nachdem durch die Ardennenoffensive sämtliche Reserven aufgebraucht waren, gelang es den US-Truppen, das Gebiet schließlich zu erobern. Wir beginnen mit der Uniformierung und Ausrüstung dieser Version des Volksgrenadiers. Eine andere Version davon haben wir bereits schon mal in einem Video veröffentlicht, das findet ihr hier oben. Hierbei ist auffällig bei der gesamten Ausrüstung einmal die K98-Ausführung und natürlich der Fakt, dass ich kaum was dabei habe. Das liegt daran, dass die deutschen Soldaten bzw. die Volksgrenadiere zu dem Zeitpunkt in der defensiven Haltung waren und dementsprechend überwiegend Ausrüstungsgegenstände, die nicht notwendig waren, in Stellungen zurückgelassen haben. Ich habe jetzt am Mann das, was der Soldat brauchte für das Abwehrgefecht. Die Feldmütze, den M42-Mantel, die Marschstiefel, obwohl zu dem Zeitpunkt der Schnürschuh mit der Stoffgamasche typischer gewesen wäre. Diese waren allerdings nicht sehr beliebt und daher haben die Soldaten, die noch Knobelbecher hatten, diese auch aufgetragen, bis sie quasi nicht mehr verwendbar waren. Des Weiteren trage ich dazu die M43-Hose und die M43-Bluse. Ihr werdet euch wahrscheinlich jetzt darüber wundern, warum mein Erscheinungsbild für einen Wehrmachtssoldaten so extrem verschlissen ist. Das hat viel damit zu tun, dass zwar für Nachschub gesorgt war, aber der ganze Nachschub zu dem Zeitpunkt für die Wehrmacht so spärlich war, dass viele Soldaten auch aufgrund der Kampfhandlungen dann nicht mehr in der Lage waren, sich regelmäßig zu rasieren oder ihre Ausrüstung so zu pflegen, wie es eigentlich Vorschrift gewesen wäre. Daher und auch im Rahmen unseres Drehs für die 11. Folge Verstaubt sind die Gesichter, trage ich noch einen relativ langen 3-Tage-Bart. Ich bin von oben bis unten, wie ich eben schon mal gezeigt habe, mit Schlamm beschmiert. Es ist alles dreckig, es ist alles kaputt. Mir fehlt die Hälfte der Knöpfe am Mantel. Und das gibt eigentlich das Bild oder das Erscheinungsbild eines Volksgrenadiers im Winter 1944 im Hürtgenwald relativ glaubhaft wieder. Eine Besonderheit, die wir hier noch sehen, ist zum Beispiel der Mantel, wobei sie genau genommen zu dem Zeitpunkt des Krieges keine Besonderheit mehr war. Das ist der Mantel in der Kriegsmodifikation 42, heutzutage bekannt als Modell 42 Mantel. Was hat sich da getan? Das unterscheidet sich vom M40 oder M36 Mantel im Grundschnitt nicht viel, bis auf die Tatsache, dass der Kragen vorne verlängert bzw. vergrößert wurde, um einen besseren Kälteschutz zu gewährleisten. Also der Kragen bei diesem Mantelmodell, sprich M42 Mantel oder auch Mantel mit der Kriegsmodifikation 42, hat einen bedeutend breiteren und höheren Kragen, um besser vor Kälte zu schützen.
Wo wir gerade beim Thema Kälteschutz sind, können wir hier an diesem Punkt auch gleich mal bildlich zeigen, welche Funktionen die Feldmütze hatte. Die konnte nämlich diese Manschette, die sonst oben festgeknöpft ist, runterklappen, um zusätzlich zum Schlauchschal nochmal einen Kälte- und Windschutz zu erzeugen. Ebenso konnte man natürlich den eben angesprochenen Kragen des Mantels auch hier nochmal verschließen und so ist man dann relativ gut gegen Kälte, Wind und Witterungsbedingungen geschützt. Hier ist unser Peter, den haben wir heute mal so angezogen wie das typische Erscheinungsbild eines US-Soldaten im Hürtgenwald 1944 war. Auch diese Darstellung ist rein exemplarisch, da es zu dem Zeitpunkt eine Überschneidung der Uniformierung gab. Daher wäre diese Jacke genauso richtig wie die Jacke, die eigentlich getragen wurde. Das wäre in dem Fall die M41-Jacke. Aber eins nach dem anderen. Wir fangen oben mit dem Helm an. Das ist der M1-Stahlhelm der US-Armee. Dieser hatte die Besonderheit, dass er aus zwei Teilen bestand. Und zwar, wenn man diesen Helm nimmt, hatte der quasi die Stahlhelmglocke von außen. In diesem Helm sehen wir dann das Innenfutter aus einem Kunstpressstoff. Und der wurde damals zum Beispiel auch dazu verwendet von den amerikanischen Truppen, um in diesem Helm zum Beispiel Suppe oder Kaffee zu kochen, während sie trotzdem den Liner, also den Innenhelm, weiter tragen konnten. Wie man diesen Helm sieht, sobald er nass wird, spiegelt er sehr gut. Der hat dann später einen Rauttarn bekommen, aber bis dahin haben die amerikanischen Soldaten meistens ein Helmnetz getragen, um quasi die Spiegelung des Helms bei Schlechtwetter zu brechen. Aufgrund des kalten Wetters, zu der die Hürtgenwaldschlacht stattfand, haben die amerikanischen Soldaten meist unter dem Helm ein Jeepcat getragen. Das war eine gestrickte Wollmütze mit integrierten Schirmen. Und da konnte man den Helm relativ bequem einfach draufsetzen und hatte dadurch nochmal einen zusätzlichen Wärmeschutz. Peter trägt hier in diesem Video die Modell 1943 Jacke. Die bestand aus einem winddichten imprägnierten Baumwollstoff und hat somit als Winteruniform sehr gut gegen die dort vorherrschenden Witterungsbedingungen geschützt. An den Beinen trägt er die Modell 1937 Wollhose, also auch aus einem Baumwollstoff in einer senfgelben bis bräunlichen Färbung. Und dann über die Stiefeletten, die damals noch ausgegeben wurden, noch die Gamaschen der US-Armee. Als Ausrüstung trägt der US-Soldat hier auch noch ein Bandolier mit Kaliber 30 Ladestreifen. Davon hatten sie dann je nachdem ein oder zwei dabei, da man für den M1 Garand aufgrund der hohen Feuerrate sehr viel Munition benötigte. Auch trägt der Soldat hier den Kampfgürtel aus Webstoff für die M1 Garand Clips, die dann hier mit reinkommen. Des Weiteren finden wir am Battlebelt hier die Tasche für das Erste-Hilfe-Kit. Jeder Soldat hatte genauso wie die Soldaten der Wehrmacht immer ein Verbandspäckchen dabei, um sich im Ernstfall die nötige Erste-Hilfe selbst zu leisten. Auf der anderen Seite sehen wir dann die Feldflasche in einem Bezug, an die man relativ bequem rankommt. War einfach nur durch ein Klickknopfsystem verschlossen, war invertiert und so konnte man die Feldflasche recht angenehm vom Koppel lösen, um daraus zu trinken. In unserer Interpretation der US-Uniform trägt Peter hier auch noch das Abzeichen der 28. Infanteriedivision. Korrekterweise müssten jetzt hier noch die Rangabzeichen des Soldaten drauf sein. Man muss aber dazu sagen, dass die Soldaten diese Abzeichen in der Schlacht im Hürtgenwald oder auch in anderen Gefechten schnell wieder abgenommen haben, da sie die Aufmerksamkeit doch relativ gut auf den Soldaten lenkten und damit keine gute Tarnwirkung erzielten. So, unterhalten wir uns mal kurz über die Bewaffnung. Wie ihr seht, ich bin der K98-Schütze der Volksgrenadierdivision, die wir darstellen. K98 sollte jedem soweit bekannt sein, hat ein 5-Schuss-Magazin und jeder Schuss muss logischerweise repetiert werden. Da waren die Amerikaner mit ihrem Gewehr schon ein gutes Stück fortschrittlicher. Wir haben hier einen Halbautomaten mit einer vergleichbaren Patrone und einem 8-Schuss-Magazin, das den Amerikanern natürlich mit dieser Bewaffnung in einem Kampf auch die nötige Feuerüberlegenheit lieferte. Nochmal kurz zur Erklärung zu dem Wort Feuerüberlegenheit. Feuerüberlegenheit bedeutet im Endeffekt nur, dass man in der Lage ist, den Feind niederzuhalten, das heißt in Deckung zu zwingen, da dieser stark beschossen wird, um dann Stellungen zu flankieren oder anzugreifen. Da viele von euch auch angesprochen hatten, dass immer nur ich in dem Video rede,
haben Peter und ich uns mal drauf geeinigt, da wir beide sowohl US- als auch Wehrmachtsuniformen schon getragen haben, mal kurz darüber zu sprechen, wie der Tragekomfort so ist. Peter, was sagst du, was trägt sich angenehmer und warum? Auf jeden Fall würde ich sagen, dass die amerikanischen Sachen sich besser tragen. Man merkt das ja auch, wenn man jetzt am ganzen Tag hier am Drehort ist, unterwegs mit den ganzen Sachen. Man merkt halt, dass man am Ende des Tages, im Gegensatz zu den deutschen Klamotten, keine Nackenschmerzen hat und es ist alles, also es trägt sich, als hätte man nichts an, gefühlt. Man muss jetzt an der Stelle auch noch dazu sagen, das hat auch was mit dem Material zu tun, aus dem die Uniformen hergestellt wurden. Die US-Uniformen sind überwiegend aus Baumwolle, oder was heißt überwiegend, die bestehen aus Baumwolle. Und die Uniformen der deutschen Soldaten bestehen aus Schur- oder Schafswolle. Was natürlich auch dazu führt, dass allein schon der Mantel einiges mehr wiegt als die Mäntel der US-Armee. Ebenso ist es halt eben auch mit den Schuhen eine gummierte Ledersohle, während die Schuhe der Wehrmacht noch benagelt waren mit Ledersohle. Dazu ist es auch noch viel einfacher, zum Beispiel alleine bei den Taschen hier, dass das einfach nur so ein Knopfverschluss ist. Im Gegensatz zu den Ledersachen, wo man sich teilweise fast die Finger bricht, vor allem wenn das Leder ist, was noch relativ hart ist oder neu und noch nicht so eingetragen ist, dann merkt man das wirklich schon, wenn man das den ganzen Tag lang macht, dass es richtig an den Fingern wehtut. Und dazu muss man auch sagen, dass der Webstoff der US-Ausrüstung deutlich weniger anfällig ist, beziehungsweise auch deutlich weniger pflegeintensiv ist als die Lederausrüstung der Wehrmachtssoldaten. Lederausrüstung muss regelmäßig gepflegt werden, es muss gefettet werden, es muss gereinigt werden, es darf nicht zu trocken werden, es darf nicht zu warm werden. Das sind natürlich alle Sachen, die Leder als Naturmaterial spröde und brüchig werden lassen. Diese Probleme hatten die US-Soldaten mit ihrer Ausrüstung dementsprechend nicht. Also die deutsche Ausrüstung war ja auch sehr stark reguliert, also im Sinne reguliert heißt, es unterlag gewissen Regularien, wie das zu tragen war. Auch wenn sich nicht alle daran gehalten haben, gab es diese Vorschrift. Bei den Amerikanern war das ja alles ein bisschen freier. Genau, da war das halt viel entspannter, auch von der Ausrüstung. Wenn man jetzt zum Beispiel mal die Feldflasche ansieht, die hat hier zwei Haken und das ist alles sehr, sehr modular. Man konnte die aushaken und überall, wo sie gerade am besten passt, sich einhaken. Und es gab keine Regularien, die das quasi verboten haben. Man konnte sich auch zwei dran machen. Oder hier mit den Erste-Hilfe-Kits, die konnte man sich überall hinmachen, wo es einem gerade passt. Zusätzlich dazu ist es alles sehr, sehr, sehr fest und starr. Also ne, bei den deutschen Sachen ist es so, wenn du durch den Wald läufst, dann merkst du wirklich, dass alles irgendwie rumwackelt und irgendwie ist es alles nicht richtig fest. Und bei den Sachen, da kannst du durch den Wald laufen, das ist alles fest und das stört nicht. Ne? Vor allem die Magazintaschen beispielsweise, die sind alle festgenäht, da bewegt sich nichts. Das ist bei den deutschen Sachen ja alles ein bisschen anders. Bei den deutschen Sachen ist das ja so, es gab diese Tragevorschrift, dass die beiden Patronentaschen sich 3 cm vom Koppelschloss links und rechts entfernt getragen werden mussten. Das wurde auch reguliert durch die Einnähte, die da an der Seite sind. Das ändert aber nichts an der Tatsache, dass man bei Bewegungen oder auch wenn man sich auf den Bauch werfen oder sonst irgendwie in einer Kampfhandlung agieren musste, die Ausrüstung super schnell verrutscht. Na, es gab zwar auch die Koppelhaken, das war dann bei der Bluse ein bisschen angenehmer, da diese Koppelhaken, die man getragen hat, das Verrutschen der Ausrüstung verhindert. Diese Koppelhaken fielen aber leider beim Tragen des Mantels weg. Also es gab natürlich im Mantel dann auch die beiden Schlitze hinten an der Seite, wo man die Koppelhaken dann durchstecken konnte. Aber auch das hat natürlich nicht verhindert, dass die Ausrüstung vorne im Bauchbereich nicht verrutscht. Trotz der Tatsache, dass die US-Regierung sehr bestrebt war, ihren Soldaten ein quasi möglichst luxuriöses Leben an der Front zu bereiten, war es nun mal leider so, dass auch die US-Soldaten sehr stark unter den Witterungsbedingungen litten. Gerade im Hürtgenwald war das für die Soldaten die erste Schlacht in dieser Form aufgrund des Geländes, sprich sehr bergig und sehr waldig. Und auch wenn diese Uniformierung sehr angenehm zu tragen ist, hatte sie dennoch den Nachteil, dass sie nach Durchnässung immer noch dafür sorgt, dass einem Mann einfach kalt wird. Bei den Deutschen war das natürlich dann so, die hatten im Winter den großen Vorteil, also zum einen den Vorteil der Erfahrung, da sie schon in mehr Wintern gekämpft hatten als die US-Soldaten und mit der Uniform, die sie dann hatten, Wollloden isoliert unglaublich gut Wärme und leitet Wasser bis zu einem gewissen Grad ab. Das bedeutet, dass die Durchnässung der Uniformierung deutlich länger braucht als bei einem Baumwollstoff.
Der M1 Garand ist auch dafür bekannt für den sogenannten Grand Thumb oder Garand Daumen. Wenn die Waffe leer geschossen ist, bleibt der Verschluss offen und der leere Clip fliegt raus, was ein sehr markantes Geräusch macht, wofür diese Waffe auch bekannt ist. Beim Laden jetzt von einem neuen Clip drückt man den Clip quasi rein und gleichzeitig mit dem Reindrücken verschließt sich schon der Verschluss, was eben dazu führte, dass der Daumen sehr gerne, wenn man nicht aufgepasst hat, auch sich einklemmt. Was die Soldaten da damals einfach gemacht haben, waren mit dieser Hand den Verschluss hinten halten, den Clip runterdrücken und dann loslassen. Dazu waren die Soldaten eben trainiert und genau so haben sie es auch meistens gemacht. So, das war jetzt ein sehr grober Überblick über die Uniformierung und Ausrüstung der US-Armee, gerade in der Schlacht im Hürtgenwald im Zweiten Weltkrieg. Wenn ihr da mehr zu wissen wollt oder wenn ihr wollt, dass wir da mehr in die Tiefe gehen oder vielleicht auch über andere Waffengattungen der US-Armee sprechen, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo da und dann wünschen wir euch wie immer einen schönen Tag.